Also das Werkstattentgelt ist im Moment, glaube ich, so das größt diskutierte Thema bei den Werkstätten für behinderte Menschen. Nicht nur bei den Werkstattbeschäftigten als solche, sondern auch bei den Einrichtungen, bei den Werkstätten. Das ist ja keine gemütliche Ampelkoalition, das ist eine Fortschrittskoalition. Wir sind im Aufbruch. Dann sind da Punkte benannt, wie zum Beispiel die Einführung der vierten Ausgleichsabgabe. Ob es jetzt mit dem Basislohn oder ob es der Mindestlohn wird oder welche Lösung, das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Der FDP-Abgeordnete beschreibt es ganz gut, wenn er sagt, wir sind im Aufbruch. Genau den Aufbruch, den Jens Beek anspricht, erwarten viele Beschäftigte in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Erwartung ist deshalb so groß, weil bereits im letzten Jahr Änderungen gerade bei dem Entgelt in den Werkstätten angedeutet wurden. Eines der großen Kritiken ist nämlich, dass die Menschen in den Werkstätten, obwohl sie ihre Arbeit oft auf dem Niveau machen wie am ersten Arbeitsmarkt gefordert, doch am Ende mit durchschnittlich um 2 Euro pro Stunde leben müssen, somit trotz Arbeit auf Grundsicherung angewiesen sind. Ein weiteres Problem ist die Ausgleichsabgabe. Eine Abgabe, die Unternehmen leisten müssen, die nicht die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung erreichen. Die Ausgleichsabgabe ist nämlich so gering, dass viele befürchten, dass dadurch viele Unternehmen lieber die Ausgleichsabgabe zahlen, anstatt jemanden mit einer Behinderung zu beschäftigen. Wir haben uns darauf verständigt, eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einzuführen für diejenigen Arbeitgeber, die verpflichtet sind, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen, aber tatsächlich eine Quote null haben. In der Ampelkoalition hat man also viel vor, in einer vierten Stufe die Ausgleichsabgabe für Unternehmen zu erhöhen, die eine Nullquote beschäftigter Menschen mit Behinderung erreichen. Wann die kommt, beschreibt die Abgeordnete Corinna Rüfer. Dass nach der Sommerpause die vierte Stufe Ausgleichsabgabe schon mal auf der Tagesordnung stehen wird. Die Union als Oppositionspartei sieht das aber kritisch, wie uns der Abgeordnete Wilfried Oellers darstellt. Die Ausgleichsabgabe entwickelt sich ja nach dem gesetzgeberischen Mechanismus ständig weiter. Es gibt 3 Stufen und der Punkt ist ja im Moment, oder die Diskussion ist im Moment, dass ja eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt wird. Für die Unternehmen, die einfach keinen Menschen mit Behinderungen beschäftigen, obwohl sie beschäftigungspflichtig sind. Wir in der Unionsfraktion sehen diesen Punkt kritisch. Wir sehen ihn deswegen kritisch, weil in unseren Augen die Unternehmer zunächst einmal eine Begleitung bekommen müssen, wenn sie einen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Hintergrund ist, die allermeisten Betriebe, die keinen Menschen mit Behinderung beschäftigen, obwohl sie beschäftigungspflichtig sind, haben eine Mitarbeitergröße zwischen 20 und 60 Mitarbeitern. Diese Unternehmen haben keine eigene Personalabteilung. Und aus eigener Erfahrung heraus weiß ich, wie umfangreich und aufwendig es ist, einen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. In meinem Büro, 7 Mitarbeiter, sind 3 Menschen mit Behinderungen und mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Der eine ist schwerst körperbehindert und an einem Rollstuhl gebunden, der andere ist sehbeeinträchtigt und ein dritter, der hat eine chronische Erkrankung. Aber die beiden Mitarbeiter, die einfach sehr körperliche Beeinträchtigungen haben, die brauchen dann Hilfsmittelunterstützungen. Und ich habe selber erfahren, wie aufwendig es ist und wie lange es dauert, bis diese dann zur Verfügung gestellt werden, selbst hier im Deutschen Bundestag. Das muss man so deutlich sagen. Und wenn ich diese Erfahrung hier als Abgeordneter im Deutschen Bundestag mache, dann weiß ich auch, wie umfangreich der Zeitaufwand dann letztlich ist für ein Unternehmen, der natürlich auch noch das Unternehmen zu führen hat. Deswegen müssen diese Unternehmen begleitet werden durch die Ansprechstellen, die wir in der letzten Legislaturperiode noch eingeführt haben, zum Ende der letzten Legislaturperiode hin. Und diese Ansprechstellen haben ja gerade die Aufgabe, die Unternehmen zu begleiten, zu unterstützen, zu informieren bei der Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung. Und da war es uns damals wichtig, eigentlich diesen Punkt mal voranzustellen, weil durch das Projekt Unternehmernetzwerk Inklusion, das war ein Projekt des BMAS, da ist man mal sehr gezielt auf Unternehmen zugegangen und hat eben geworben, dafür Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Und die Quote, die letztlich hatten, die war schon bemerkenswert. Also die Positivquote anhand der Gespräche und der letztlich akquirierten weiteren Stellen.
Und das war natürlich auch ein großer Zeitaufwand, das muss man auch dazu sagen, um da einfach Hemmnisse oder Fehlinformationen oder einfach die Situation, dass man gar keine Informationen hatte, erstmal ausgleichen konnte. Deswegen würden wir es für richtig halten, erstmal diese Ansprechstellen einzurichten. Das ist bisher noch nicht geschehen. Ich habe jetzt in dieser Legislaturperiode schon mehrfach im Deutschen Bundestag den Arbeitsminister Hubertus Heil darauf angesprochen, dass man mal einen Aktionsplan hat, wie die Ansprechstellen jetzt eingerichtet werden müssen. Und das halten wir eben für einen sehr wichtigen Aspekt, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu beschäftigen, bevor man das Thema Ausgleichsabgabe an dieser Stelle anfasst. Eigentlich sollte mehr kommen als nur eine Erhöhung. Dann sind da Punkte benannt, wie zum Beispiel die Einführung der vierten Ausgleichsabgabe, die wir auch seit ewigen Zeiten schon fordern. Aber wir hätten natürlich auch gerne die anderen Stufen erhöht, damit die quasi Wirkung entfalten können. Dann eine Genehmigungsfiktion nach 6 Wochen bei den Leuten, die Anträge bei den Integrationsämtern stellen, sofern quasi alle Eingaben vollständig eingereicht sind, damit man da nicht ewig warten muss. Unternehmen, die eine Ausgleichsabgabe zahlen, können diese ziemlich einfach reduzieren, indem sie an Werkstätten für Menschen mit Behinderung Aufträge vergeben. Der für die Aufträge gezahlte Stundenlohn darf dann wiederum zu 50% von der Ausgleichsabgabe abgezogen werden. Die Frage nur ist die Attraktivität, denn so könnte es in der Tat auch attraktiv für Unternehmen werden, keine Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Die Union, die maßgeblich an den entsprechenden Gesetzen aus der letzten Bundesregierung mitgewirkt hat, teilt diese Kritik nicht, wie Wilfried Oellerst verdeutlicht. Ich kenne den Kritikpunkt und ich kann ihn auch nachvollziehen. Ich teile ihn aber nicht ganz, weil gerade auch Werkstätten für behinderte Menschen natürlich auch viel mit Außenarbeitsplätzen arbeiten. Und ich denke, dass das schon ein Weg ist, den man an der Stelle auch durchaus beibehalten sollte, damit eben auch gerade es attraktiv ist für Unternehmen, auch Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen zu übertragen, weil man ja auch feststellt, dass die Werkstätten auch ein entsprechendes Leistungsvermögen haben, bestimmte Tätigkeiten machen können. Wenn das natürlich wegfallen würde, dann würde natürlich auch etwas die wirtschaftliche Grundlage für die Werkstätten für behinderte Menschen wegfallen, die ja auch den Anspruch haben oder die Aufgabe haben, selber Mittel zu erwirtschaften, die sie dann ja wiederum auch an die Werkstattbeschäftigten auszahlen sollen und auf der anderen Seite auch die Werkstatt mit diesen Einnahmen auch weiterentwickeln. Die Frage der steuerlichen Absetzbarkeit an der Stelle ist natürlich ein anderer Aspekt, den sehe ich durchaus kritisch. In einer Werkstatt zu arbeiten bedeutet nicht immer, dass dort der Arbeitsplatz ist, sondern es kann auch sein, dass sogenannte Außenarbeitsplätze genutzt werden. Arbeitsplätze, bei denen Werkstattmitarbeiter, Werkstattmitarbeiterinnen bei Auftraggeber sitzen. Die Abgeordnete Stefanie Effner von Bündnis 90 Die Grünen hat hierzu einen pragmatischen, durchaus attraktiven Vorschlag, der sicherlich auch die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt ermöglicht. Naja, wenn man sich das mal anguckt, wie denn so die Arbeitswelt aussieht. Also wir haben zum Beispiel, ich habe mich gerade mit jemand anders getroffen, wir haben große Industrieunternehmen, die wirklich auch Weltmarktspieler tatsächlich sind, die sogenannte Außenarbeitsplätze bei sich im Unternehmen haben. Und die Menschen mit Behinderung arbeiten dort ganz oft im regulären Produktionsprozess mit. Sie sind aber Werkstattbeschäftigte. KollegInnen wissen das oft gar nicht, denken, das ist ein Kollege, der genauso Geld verdient wie ich. So, wo ich mich frage, warum wandeln wir das nicht in Arbeitsplätze um, die im Unternehmen tatsächlich sind und sozialversicherungspflichtig. Und wenn die Menschen tatsächlich Unterstützung brauchen, dann müssen wir viel mehr solche Instrumente wie das Budget für Arbeit nutzen. Aber auch Stefanie Effner kritisiert die Bezahlung in den Werkstätten und betonte dazu, tatsächlich das Thema von einer Arbeit leben zu können, das ist ein Recht, was ich komplett unterstreiche. Ich möchte das aber zusammendenken mit der Frage, wohin müssen sich denn Werkstätten entwickeln, weil eben
unter 1% Vermittlungsrate. Und eigentlich ist das der Auftrag, den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu gestalten. Das kann uns einfach nicht zufriedenstellen. Und deshalb wollen wir uns das wirklich gemeinsam angucken mit den betroffenen Menschen. Und zwar sowohl den KritikerInnen des Werkstattsystems, aber auch denjenigen, die sagen, ey, wir brauchen Werkstätten, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln. Und wir würden dafür gerne eine Enquete-Kommission zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einrichten, mit einem Schwerpunkt Teilhabe am Arbeitsleben. Dass es im Bezahlungssystem, also im Entgelt der Menschen, die in einer Werkstatt tätig sind, eine Änderung geben wird, das ist ziemlich offensichtlich, wenn man sich die Äußerungen des Abgeordneten Tekis Mehmet Ali von der SPD anhört. Ob es jetzt mit dem Basislohn oder ob es der Mindestlohn wird oder welche Lösung, das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Ich warte auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des BMAS, was im Mitte nächsten Jahres vorliegen soll, als Endbericht. Und so wie ich es mitbekommen habe, soll zumindest ein vorläufiger Bericht Anfang nächsten Jahres kommen. Die Info liegt mir zumindest so vor, dass ein vorläufiger Bericht am Anfang nächsten Jahres vorliegen soll. Es ist unumstritten, und das weiß das BMAS auch, insbesondere unsere parlamentarische Staatssekretärin, die Frau Griese, die da wirklich mit einer Herzenssache auch dran geht, dass das so nicht bleiben kann. Das wissen wir. Aber erstmal müssen wir auf den Bericht warten. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich habe ja selber vorher in einer Einrichtung gearbeitet, auch was eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung auch betrieb. Und wir wissen alle, dass das nicht so weiter funktionieren kann. Wovor ich aber ein bisschen Sorgen habe, ist der Umstand, dass ich sage, naja, wenn ich am Ende nur bei einer minimalen Erhöhung lande, dann kriege ich die Leute aus der Grundsicherung nicht raus. Und das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Ich finde, das Ergebnis muss irgendetwas sein, dass die Menschen aus ihrem Lohn irgendwie leben können. Das muss ja das Ergebnis sein und nicht, dass ich wieder zu einer Behörde laufen muss. Klar, in jedem individuellen Fall wird vielleicht immer mal staatliche Leistung als Ergänzungsleistung vielleicht notwendig sein, weil ich nicht mehr wie 20 Stunden arbeiten kann, ja, aufgrund meines Bedarfs. Ja, das kann ja passieren. Aber grundsätzlich muss ich doch davon ausgehen, dass wenn ich wirklich einen Vollzeitjob habe, dass ich damit auch erstmal leben kann. Ja? Und das muss das Ergebnis sein. Ich habe aber eben davor etwas Sorgen, dass am Ende der Bericht sagt, naja, ach, machen wir doch einfach mal so ein Grundgehalt, was von jetzt auf nur 100 Euro mehr ist. Dann kriege ich die Leute aber aus der Grundsicherung nicht raus. Und das Ziel müsste doch sein, die Leute aus der Grundsicherung rauszukriegen. Und deshalb auf den Bericht warten und dann wirklich schauen, was die politische Antwort darauf sein kann. Aber da denke ich, dass ich auch in der Koalition, auch mit meiner grünen Kollegin und auch mit meinem FDP-Kollegen da schon gute Partner habe, die ganz genau das auch sehen. Die erwähnte wissenschaftliche Evolution hatte uns bereits im letzten Jahr die Union angekündigt. Gut ist, dass man weiß, dass es so nicht weitergehen kann und zumindest deutlich wird, dass im Entgelt eine ergänzende Grundsicherung keine Lösung sein kann und das Entgelt so hoch sein muss, dass die Beschäftigten keine ergänzende Grundsicherung mehr benötigen. Corinna Rüfer spricht ebenfalls die Reform des Entgeltsystems an, sagt aber auch, dass man sich auch die Menschen mit höheren Unterstützungsbedarf anschaut und deren gesamten Reformbedarf viel höher ist. Also wir haben in diesem Koalitionsvertrag als Willensbekundung ja drin, die inklusive Arbeit zu stärken. Da sind ein paar Maßnahmen benannt. Explizit bezogen auf die Werkstätten sind zwei Themen benannt. Das ist die Reform des Entgeltsystems bei den Werkstätten. Und das ist indirekt ein bisschen verklausuliert, die Frage der Tagesförderstätten. Ja, also wir haben ja eine Grenze von Leuten mit einer bestimmten unteren Leistungsfähigkeit, die nicht mal in die Werkstätten kommen, sondern die in den Tagesförderstätten belassen werden. Da müssen wir ran, das fällt manchmal unter den Teppich. Ich finde es total wichtig, dass man sich die Leute mit hohem Unterstützungsbedarf näher anguckt, was ihre Teilhabebedarfe anschaut. Deswegen möchte ich das an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir die durchaus im Blick haben. Was das Werkstattsystem insgesamt angeht, dann ist der Reformbedarf meines Erachtens nach viel, viel größer als nur, in Anführungszeichen, die für einzelne Leute ganz, ganz relevante Frage des Entgeltsystems. Sondern die Frage, um die es eigentlich geht, ist die Transformation des Werkstattsystems hin zu einem Teil des inklusiven Arbeitsmarktes. Also die Frage, wie schaffen wir Anreize, dass Menschen aus Werkstätten im Sinne der beruflichen Rehabilitation tatsächlich wechseln auf den allgemeinen Arbeitsmarkt? Wie schaffen wir es, dass wir im Prinzip gute
Instrumente noch attraktiver ausgestalten, einerseits entbürokratisieren, auf der anderen Seite und zugänglich machen wirklich für Leute wie das Budget für Arbeit etc., aber auch die Frage der dauerhaften vollen Erwerbsminderung, die sozusagen daran hindert, dass Leute Förderungsmöglichkeiten überhaupt in Anspruch nehmen können. Wie schaffen wir es, dass diejenigen in Werkstätten, die wir als besonders leistungsfähig erachten, wobei ich den Begriff nicht sehr mag, aber wie schaffen wir es, dass die nicht eher dazu gehalten werden, in den Werkstätten zu bleiben, sondern eher motiviert werden, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. Die Frage der EU-Rente nach 20 Jahren, die natürlich so einen gewissen Stabilitätseffekt hat für die Werkstätten. Die Frage der Anrechenbarkeit von Aufträgen an Unternehmen des ersten allgemeinen Arbeitsmarktes, um die Ausgleichsabgabe zu umgehen. Also ich könnte jetzt irgendwie stundenlang fortsetzen, welche Punkte man da in Betracht ziehen muss. Und das ist alles natürlich total hochkomplex, also in rechtlicher Hinsicht, aber auch in tatsächlicher Hinsicht insofern, als dass es einfach Interessen gibt, die dagegen sprechen, tatsächlich konsequent in so einen Prozess zu gehen. Und da muss man sagen, dass es insgesamt bezogen auf den Deutschen Bundestag und insbesondere auch bezogen auf diese Regierungsfraktion da keine einheitliche Meinung existiert. Also ich würde sagen, wenn man hier mal die Abgeordneten, über 700 Abgeordneten des Deutschen Bundestages fragen würde, würden die einfach unkritisch sagen, die Werkstätten sind eine knorke Geschichte und wir sollten alles so belassen. Und die allermeisten werden jetzt in den Sommerferien bestimmt auch die eine oder andere Werkstatt besichtigen und da rausgehen und sagen, alle Behinderten sind da super aufgehoben und was üben denn jetzt wieder die komischen, kritischen Leute da irgendwie eine Kritik oder so. Also wir müssen an diese Frage viel grundsätzlicher herangehen. Und was mir persönlich Sorge bereitet mit Blick auf die Frage Entwicklung des Entgeltsystems, das kann man so oder so machen. Ich bin total dafür, dass die Leute ein auskömmliches Einkommen haben, ja, dass sie unabhängig sind von der Grundsicherung. Aber was auch immer wir da tun, das darf nicht zu einer Stabilisierung dieses Sondersystems Werkstätten führen, sondern wir brauchen eine Transformation, eine Weiterentwicklung, damit der allgemeine Arbeitsmarkt die Regel wird. Wie aus den Statements klar hervorgeht, ist also noch mehr zu tun, als sich nur das Entgelt anzusehen, und die Werkstätten bedürfen einer grundlegenden Reform. Ein Forum, das sicherlich für viel Gegenwind sorgen wird, und damit könnte das jetzige System vor großen Reformen stehen, die sicherlich für die Betreiber der Werkstätten in der Umsetzung nicht einfach werden. Wir bleiben dran, werden das Thema weiter verfolgen und hier auch weiterhin darüber berichten. Noch ist die jetzige Legislaturperiode nicht beendet, aber auch diese ist mit ihrer Endlichkeit nicht endlos, um Gesetze zu erlassen, die nicht nur das Werkstattentgelt verbessern, sondern auch die Integration in den ersten Arbeitsmarkt.